Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, so ein Landschaftsprogramm ist sinnvoll, und das, was da vorliegt, ist mit Sicherheit ein gutes Stück handwerklicher Arbeit und ist mit Sicherheit an ganz vielen Stellen Grundlage für eine vernünftige Planung, insbesondere von Naherholungsflächen, insbesondere von Stadtoasen und ähnlichen Dingen mehr. Von der Warte her gibt es von unsererseits keine Kritik. Wir haben mit Erstaunen festgestellt, dass unter anderem auch die Frage, wie dicht bin ich eigentlich beim Grün, abhängig ist von sozialen Indikatoren oder andersrum in den Stadtteilen, in denen die soziale Situation besonders schwierig ist, ist auch der Abstand zum Grün und die Anzahl von Grünflächen eher kleiner, während in den Stadtteilen, wo es den Leuten deutlich besser geht, ist die Naherholung auch wirklich nah. Und von daher meinen wir, dass wir den Anspruch, dass man das ändern muss, konkretisieren muss, und das wäre unser erster Punkt, zu sagen, da müssen wir nachlegen. Und das ist einfach nur zu sagen, wir wollen eine Prioritätensetzung, ist uns da zunächst zu wenig. Wir werden mal sehen, ob das in der nächsten Legislaturperiode mit Leben erfüllt wird. Wir wissen, dass in Bremen-Nord nur noch geringe Flächenanteile unbesiedelt sind. Wir sind ausgesprochen skeptisch, was die Randbebauung beim Knupspark angeht. Wir kritisieren deutlich die Erweiterung des Gewerbeparks Handerlinie über die A1 hinaus, über die dritte Erweiterungsstufe hinaus, weil wir der Meinung sind, dass man das Marschland in Arbergen und Mahndorf eher nicht versiegeln soll. Wir finden es problematisch, dass die Absicht besteht, Kleingartenparzellen in Gehölze, Wässer und Wiesen zu verwandeln, weil möglicherweise der Bedarf an Kleingartenparzellen bleibt. Und das ist noch nicht geklärt, ob man nicht an der Stelle den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern Dinge wegnimmt, die man ihm möglicherweise nicht wegnehmen sollte. Ist auch noch unklar, die Kritik der Landwirtschaftskammer und die Frage, gehen tatsächlich landwirtschaftliche Flächen verloren? Da ist bei uns auch die Frage noch offen, und wir finden auch, da muss man noch mal genau hingucken. Deswegen, nicht weil es handwerklich insgesamt schlecht gemacht ist oder Bremen ein solches Programm nicht braucht, aber der Teufel steckt wie immer im Detail. Deswegen lehnen wir dieses Landschaftsprogramm ab. Danke.